EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von FIFA 13. Ihr habt es euch gewünscht, ich hatte eine Umfrage, ihr habt für FIFA 13 gestimmt und gegen Pro Evolution Soccer. Hier ist es und ich hoffe, wir werden damit viel Spaß haben. Das ist jetzt der erste Teil, Part 0. Ich lasse mal gerade den einen Spieler hier reinlaufen. Okay, das war der kleine Trailer und jetzt erzähle ich euch noch schnell, was ich hier in dem Part machen werde. Im ersten, der Part heißt ja 000 oder 00, das heißt, ich werde in dem Part hier nur erklären und so zeigen, was man hier machen kann. Spielen werde ich dann im Part 01, fängt das hier wieder an, deswegen ja, werde ich hier jetzt nur was zeigen. Und dann geht's dann mit dem ersten, mit dem 01-Part, dann richtig los mit dem ersten Spiel. Oder halt im Karrieremodus. Also, wir drücken mal Start. Dann wird die Verbindung überprüft. Ja, alles gut. So, das ist hier einmal mein normaler Ladestand von mir selber. Ich nehme jetzt aber nicht den, sondern ich erstelle einen neuen, und zwar ja, Play TV. Ich übernehme die Einstellung selber. Ich mache mittelschwer. Fange ich mal an, vielleicht kann man ja dann irgendwann mal auf Experte gehen. Jetzt fangen wir mal so an. Klassisch. Wir nehmen als Club. Nehmen wir die deutsche Nationalmannschaft einfach. Dann kann sich auch keiner groß hier kloppen irgendwie darum, dass ich jetzt den Verein genommen habe oder jeden oder was weiß ich. Das habe ich auch schon ganz oft mitbekommen, dass dann zum Beispiel ich nehme FC, ersten FC Köln, dann kommt Bayern-Fan, guckt sich das an und regt sich dann auf, dass ich nicht FC Bayern genommen habe und sowas alles. Mit Deutschland bin ich immer auf der sicheren Seite, deswegen wird jetzt Deutschland genommen. Ist egal. Weiter. EA Sports Football Club is back for FIFA 13. And we're proud to announce two big new features. EA Sports Football Club Match Day and the Catalog. Follow along with the real world of football every step of the way with our all-new Match Day, as the game will be updated with team and player form, along with real-world facts and figures. You now have the freedom to choose to play as any two teams with form on or off, or select one of the real-world live fixtures or games of the week that catapults you straight to the heartbeat of the football calendar. With the Catalog, you'll earn all new football club credits as you play FIFA, similar to how you earn XP. You'll then be able to redeem these credits for unique items in the catalog to enhance your FIFA experience. Items will become unlocked based on your football club level. So the higher your level,
the more items you'll be able to obtain. These include game changers such as new goal celebrations, additional funds in career mode, attribute boosts to your virtual pro, and much more. The catalogue offers you a chance to accelerate your playing experience just by playing FIFA 13. Not to mention last year's leveling, leaderboards, news, support your club, and of course challenges. They're all back again with lots of upgrades and improvements. And as a thank you to returning fans, we'll be rewarding FIFA 12 players with a football club credit reward, so they'll have the chance to redeem items from the catalogue immediately. Kick off the FIFA 13 season in style. EA Sports Football Club, following the heartbeat of football. Okay, das war ein kleiner Einspieler. Da habt ihr mal so gesehen, worum es da geht im Football Club, EA Sports Football Club. Ja, und hier steht jetzt, dass der EA Sports Katalog da ist. Ja, toll. So, nein, danke. Ja, okay. So, dann sind wir hier in unserem Menü. Wir können jetzt mal gucken, unter mein FIFA 13 kann ich auf den FIFA 13 Store. Da kann ich verschiedene Sets kaufen. Dann kann ich hier, die Wiederholungen abspielen. Hier kann ich Einstellungen treffen. Beenden. EASFC, also EA Sports Football Club. Hier kann ich den Katalog, wie eben schon erzählt, kann ich verschiedene Sachen kaufen. Hier steht das auch nochmal alles. Hier kann ich den Torjubel, alte Trikots, Karriere Boosts, Schuhe, alles mögliche. Dann kann man News, dann Challenges, dann Support Your Club. Kann man den Dingen supporten, also so Bekanntheit, wie bekannt der ist in anderen Ländern oder so. Dann die beste Liste von Freunden her, aber ja. Dann den Matchday, da kann man normal Anstoß machen mit halt allen Kadern, die es so gibt. Was jetzt hier so lange lädt. Sagen, aber da ist es schon. Da sind die aktuellen Formen, also wie gut da ein Team ist oder wie gut. Dann hier kannst du Anstoß machen, kannst halt alle Teams auswählen. Dann kann man die Live-Begegnung, hier kann man halt alle Live-Begegnungen, die dir ist, für das jeweilige Team, die es in echt gibt, spielen. Es gibt aber für deutsche Nationalteam keine Live-Begegnungen. Stimmt eigentlich nicht, weil jetzt am Dienstag sind wir im Qualifikationsspiel gegen Schweden. Ja. Aber hat er irgendwie nicht auf dem Schirm. Okay, Spiele der Woche. Da kann man hier halt die Spiele, die so Spitzenspiele halt, kann man hier spielen. No. Dann die Formenanzeigen hatten wir jetzt gerade eben ja schon. Ultimate Team, das ist wieder was anderes, das zeige ich euch jetzt hier nicht. Ja, hier gibt es halt Trophäen. Kann man hier gewinnen. Trophäenschrank.
ziemlich leer aus. Da kann man halt Saisonspiel, da kann man halt gegen andere auch online spielen. Wollen wir jetzt aber gar nicht machen. Dann kann man halt ja online Freundschaftsspiele und sowas alles hier. Skillspiele mit Training, Trainingsarena, Spielmodi, Turniere, Bierpro, das kennt man aber schon aus FIFA 12. So, neue Karriere machen wir jetzt mal. Wir machen eine Trainerkarriere. Ja, das ist jetzt natürlich eine heikle Situation, weil jetzt muss ich jetzt auswählen. Wir nehmen jetzt mal, ja doch, wir nehmen schon Deutschland. Jetzt nur die Frage, welches Team wir nehmen. Das ist die Frage. Und ihr könnt sie mir beantworten. Und zwar könnt ihr mir unter die Kommentare einfach schreiben, was ihr für einen Verein wollt aus Deutschland, also nur Bundesliga. Ihr könnt auch meinetwegen zweite Bundesliga nehmen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, was ihr gerne für eine Mannschaft wollt, und dann im nächsten Part werdet ihr die dann sehen. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Arena gehen mit Messi. Der Hart ist im Tor. Können wir mal einen Elfmeter schießen? Nicht so. Der Messi. Oh. Der war knapp. Der war wirklich knapp. Der hat die schlappe Nuss hier geklappt. Der Defender ist auf der Reihe. Noch keinen gehalten. Na, wenn man von spricht. Ne? Sag ich einmal was und dann. Ja, das ist die Trainingsarena. Können wir mal ein Skill spielen. Flachpass. Bronze-Level. Ja. Machen wir einfach mal. Zack. Zack. Nebenbei sage ich mal gerade so, ich kenne es ja von anderen YouTubern auch. Let's Play machen. Ich möchte sagen, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler und ich kenne mich auch nicht so gut damit aus. Also ihr könnt das gerne lassen mit den Kommentaren von wegen. Ja, halt diese Besserwisser-Kommentare. Brauche ich nicht, und wenn ihr es besser wisst, dann könnt ihr ja selber Videos machen. Aber mir braucht ihr nicht zu sagen, wie ich das zu machen habe. Also, das heißt, ihr könnt natürlich, das ist kein Problem, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich irgendwas anders machen soll, wenn ihr könnt mir auch Tipps geben und alles. Aber, ja,
ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich zumindest. So, haben wir das geschafft? Meine ich, will man nochmal machen. Geht der nicht hier rüber? Was ist denn das für ein Mist? Hallo, du sollst in die Mitte. Jetzt aber. So. Jetzt haben wir das Bronze-Level abgeschlossen. So, weiter. Oh, das Silber-Level. Kriegen wir schon gar nicht mehr hin. Oder doch? Oh, was ist denn das für ein Mist? Ja. War das auch schon abgeschlossen? Nee. Okay. Dann war es das jetzt erstmal mit dem ersten Part. Wir sehen uns im... Würde ich sagen, jetzt warte mal, das machen wir gerade noch zu Ende. Ich würde sagen, im zweiten Part wieder. Bis dahin, tschüss.